Hi und herzlich willkommen bei Näh mit mir. Heute zeige ich euch, wie man ganz einfach so eine Innentasche selber nähen kann. Denn ich glaube, jeder kennt das Problem, man kauft sich eine neue Hose oder einen Rock und es fehlt einfach die Tasche. Ich zeige euch jetzt erstmal, was wir heute alles brauchen, um diese Innentasche selber nähen zu können. Und das wäre zum einen wie immer eine Stoffschere, ein Maßband und Stecknadeln. Dann brauchen wir Garn in der passenden Farbe zum Stoff und am besten so ein Handmaß, um das gleich alles ausmessen zu können. Dann brauchen wir diesmal auch Stoffkreide, damit wir die Markierungen eben setzen können. Und natürlich unseren Stoff für die Innentasche. Da habe ich jetzt einfach ein Baumwolljersey benutzt von meinem letzten Projekt, was noch übrig war. Ich finde, Baumwolljersey liegt nämlich sehr schön auf der Haut und drückt sich auch gar nicht durch. Da muss aber jeder selber mal schauen, was er zu Hause noch rumliegen hat und was man halt gut auf der Haut verträgt. Und von der Größe her habe ich jetzt erstmal 12 x 19 cm. Da muss man eben schauen, wie groß man die Tasche haben möchte. Und dann brauchen wir natürlich noch die Hose, den Rock oder zum Beispiel das Kleid, wo ihr die Innentasche einnehmt. Zuallererst müssen wir jetzt erstmal ausmessen, wie groß unsere Innentasche werden soll. Dafür am besten einmal beide Stoffstücke, die ihr schon grob ausgeschnitten habt, aufeinanderlegen, rechts auf rechts, damit man die eben gleich direkt zusammen ausschneiden kann. Dann nimmt man sich am besten das Handy oder Portemonnaie oder was auch immer ihr darin verstauen wollt als Maß, als Vorgabe, legt das auf den Stoff drauf und könnt dann schauen, wie viel man ungefähr als Zusatz nehmen möchte. Das heißt, man geht ungefähr wieder von 1 cm Nahtzugabe aus und muss dann mindestens 1 cm noch dazu rechnen, weil das ja auch ein bisschen tief ist, das Handy. Das heißt, man muss ja auch die Dicke des Handys mit berechnen und würde dann erstmal so ungefähr bei 2-2,5 cm die Markierungen setzen. Und kann dann im Endeffekt, wenn man sich ringsherum die Markierung gesetzt hat, das Ganze einmal ausschneiden. Wenn man jetzt die beiden Stoffstücke soweit zurechtgeschnitten hat, kann man die Stecknadeln im Prinzip auch direkt drinnen lassen, da wir ja gleich eh an den Seiten und unten dran lang nähen. Bevor wir das machen, sollte man aber auf jeden Fall die Öffnung einmal vernähen. Das heißt, wir werden hier bei der Vorderseite sozusagen das Ganze einmal auf die linke Seite des Stoffes knicken, damit das Ganze natürlich hinterher von vorne schön aussieht. Dafür knicken wir das Ganze etwas breiter ab und stecken das fest und können dann gleich einmal bzw. zweimal dran lang steppen. Wenn man möchte, kann man das Ganze auch noch mal einmal vorher abketteln, damit das hinterher nicht aufribbelt. Bei so einem Baumwolljersey ist das meistens aber gar nicht nötig. Und bei der Rückseite des Stoffes müssen wir jetzt etwas anders vorgehen. Da müssen wir eben das Ganze so ein bisschen höher gestalten, damit wir eben hinterher ohne Probleme die Rückseite in unsere Hose oder unseren Rock einnähen können. Man kann das natürlich auch auf die gleiche Höhe setzen, aber wenn es ein bisschen höher ist, hat man es deutlich einfacher, das Ganze hinterher gleich festzunähen. Und da ist auch noch der Unterschied, dass wir das Ganze natürlich dann auf die rechte Seite des Stoffes im Prinzip knicken müssen, da wir ja dann hinterher das Ganze umstülpen und die rechte Seite dann ja an der Hose liegt. Und das soll natürlich auch nicht zu sehen sein. Und die beiden Seiten werden wir jetzt erstmal verschließen. Wenn man die Öffnung jetzt soweit fertig genäht hat, das heißt ein oder gerne auch zweimal drüber gesteppt hat, kann man auch die restlichen Seiten jetzt verschließen. Dafür müssen wir jetzt einfach orientiert am Füßchen einmal komplett ringsherum drum nähen und können dann gerne auch nochmal dran langketteln, damit das auch wirklich fest verschlossen ist. Bevor
bevor wir die Tasche jetzt umstülpen und eben in unsere Hose oder unseren Rock reinnähen, sollte man hier in diese Ecken noch so kleine Schlitze reinschneiden oder einfach so ein bisschen die Ecke rausschneiden, je nachdem, wie man das hier vernäht hat eben. Weil ich habe jetzt einmal komplett drüber genäht, sodass es wie so ein kleines Eck nochmal ist. Deswegen kann man da auch gerne noch ein bisschen mehr rausschneiden. Und wenn man das gemacht hat, hat man eben eine richtige Ecke hinterher da drin und nicht so eine blöde Rundung. Und das werden wir jetzt erstmal machen. Und im nächsten Schritt können wir dann die Tasche schon einnähen. So, ich habe die Innentasche jetzt nochmal einmal gebügelt, damit man eben die Kanten hinterher ordentlich hat und dann kann man das Ganze auch schon einnähen. Dafür brauchen wir einfach nur noch unsere Hose oder den Rock, wo wir eben die Tasche drin haben wollen und probieren die am besten einmal vorher an und schauen, wo die Tasche am besten sitzt und wo es eben am gemütlichsten ist. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Ganze vorne links zu machen und dann hier oben anzusetzen. Man kann natürlich auch gut zum Beispiel bei der Hose hier ein bisschen tiefer ansetzen, wo das Bündchen endet, weil man da eben dann genau über die schon vorhandene Naht nähen kann. Aber das ist mir tatsächlich ein wenig zu tief und deswegen möchte ich das gerne hier oben ansetzen. Da fällt es aber auch wirklich kaum auf, wenn man hier einmal schmal dran lang näht. Beziehungsweise zweimal, je nachdem, wie fest man das halt haben möchte. Und genau das werden wir nämlich jetzt machen. Wir werden das einmal kurz feststecken und können dann eben einmal ganz schmal drüber steppen, so dass das Ganze hinterher von vorne gar nicht auffällt. Hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie das Ganze mit der eingenähten Tasche aussieht. Und ich muss sagen, nicht nur, dass man die Tasche von außen wirklich gar nicht sieht, sie ist auch noch super einfach zu nähen. Ich habe, wie gesagt, hier jetzt einmal ganz nah am Rand drüber gesteppt und man sieht jetzt halt einfach nur ganz leicht hier einmal die Naht entlang, aber ich finde, das fällt überhaupt nicht auf. Wenn man das gar nicht sichtbar haben möchte, kann man sich natürlich eben auch so eine schon gesetzte Naht suchen und da drüber steppen, dann fällt das Ganze natürlich noch weniger auf. Bei engen Hosen ist es so, dass gerade wenn man ein Handy drin hat, das Ganze sich natürlich etwas absetzt, aber es ist auf jeden Fall sehr stabil. Den Test habe ich schon gemacht. Bei weiteren Hosen fällt es nicht mal auf, wenn zum Beispiel ein Handy mit drin ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like hinterlassen und die Glocke abonnieren. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß beim Selbernähen.